Hallo liebe Stiere, herzlich willkommen zu einer kleinen Sternzeichenreihe, Legungsreihe von Sternzeichenlegungen, die auf den rückläufigen Saturn schaut. Saturn ist noch eine Weile jetzt rückläufig bis zum 15.11. und dann ist er einige Tage, so eine Woche etwa oder gar noch mehr stationär. Das heißt, da passiert auch noch nicht viel. Da konzentriert sich nochmal eher die Energie aus der Rückläufigkeit, um dann uns gut zu unterstützen für das weitere Gelingen. Und bei Saturn rückläufig oder Saturn geht es überhaupt darum, etwas zu lernen. Deswegen schauen wir jetzt auf eine Lernaufgabe, eine Lektion für unsere Seele, die wir in dieser Zeit zu bewältigen haben. Ja, Stier kollektiv, allgemein. Da schauen wir hinein. Ja, was wird das sein? Wofür möchte uns Saturn dann hier Lernzeit geben, Lehrzeit erteilen und uns voranbringen? Ja, es wird schon eine, ja, auch Anstrengung sein, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, eben mit bestimmten Lektionen. Aber wenn wir sie bewältigt haben, ja, dann sagt Saturn eben auch, dass es uns hinterher auch umso leichter fällt, mit bestimmten Dingen dann umzugehen, mit bestimmten Themen. Ja, es ist immer wichtig, dann dabei den eigenen Weg zu finden, denn mit Saturn ist auch so die Stimme des inneren Elternteils verbunden, ja, dem wir ja schon auch begegnen dürfen, der vielleicht eine Mischung aus Mutter und Vater oder einem von beiden ist und wir unsere eigene Position dazu finden dürfen. Schauen wir doch mal, was ist es jetzt für Stier? Welche Lektion wird wichtig? Und wir legen mit der Legeform des Saturn. Ja, ihr findet die Saturnlegung übrigens auch bei den individuellen Angebotenen, bei denen es momentan 33% Herbstrabatt gibt. Seid sehr eingeladen und für euch persönlich hier auch drauf schauen zu lassen. Ja, schauen wir doch mal. Worum geht es bei euch? Um das Dienen. Es geht mir gut, wenn ich anderen dienen kann. Das ist die Lektion, die Lernaufgabe, das Dienen. Ja. Wenn ich anderen dienen kann, geht es dir gut. Ja, wenn du zu sehr bei dir selbst bist, heißt das ja dann im Umkehrschluss, dass es dir nicht sonderlich gut geht, ja, dass du so ein bisschen wie implodierst. das fühlt sich dann nach abgestandener Energie an. Das Dienen, das bringt dich auch so richtig in Gang, ja. Also einfach auch gefragt zu sein, einfach die eigene Fähigkeit, das Können auch zeigen zu können, auch zu sehen natürlich, wie es andere unterstützt. Ja, letzten Endes kommt es ja zu dir zurück. Ne? Es geht es dir gut, wenn du einfach auch siehst, dass das, was du tust, was du ja scheinbar gerade auch beruflich tust, aber es kann, muss nicht nur beruflich sein, ne, es kann vielleicht auch in familiären Zusammenhängen sein oder in deiner Art und Weise, wie du anderen begegnest auch. Ne? Natürlich, die das als gut erleben, als wohltuend für sich, als hilfreich, als dienlich und ja, da auch eine Menge zu dir zurückfließt. Ja, es geht schon ein Stück weit vielleicht auch um Verdienst, ja. Ja, bringt das vielleicht auch finanziell eben gerade etwas ein, ne? Aber mindestens einfach auch Wertschätzung und Anerkennung. Ja, Empfehlung vielleicht auch. Ne? Schauen wir, was ist jetzt hier noch ganz konkret verbunden? Welche Tarot-Energie? Ja, na,
Es sind zwei. Okay, lass uns mal. So. Und dann haben wir hier, hier kommst du damit her. Das ist dir bewusst darüber. Das ist dir noch nicht bewusst. Liegt noch so im Verborgenen. Das kannst du tun. Ja, das solltest du lassen, um deine Lektion sozusagen hier gut zu meistern, dir entsprechend. Und da geht es jetzt, ist die Tendenz. Wir schauen noch an die Unterseite. Ja, Dina, wir hatten schon die drei Münzen hier. Ja, und die vier der Schwerter auf dem Kopf, aber das ist interessant. Ne? Ja, es, damit kommt auch ein wichtiger Schritt in Sachen Herzheilung zu Ende. Kummer, ja. Bist du auch wundervoll angebunden, wirst du wundervoll angebunden sein, ja, wenn du hier diese Aufgabe meisterst, ja, anderen zu dienen, mit ihnen zusammenzuwirken, sie vielleicht auch anzuleiten, ja, zu kooperieren, im Team zu arbeiten, auch in der Familie, ne, im Team zu arbeiten, sozusagen miteinander zu wirken, nicht sich nicht zurückzuhalten, auch mit den eigenen Gaben, Talenten, Fähigkeiten, mit dem eigenen Wissen, mit ja, vielleicht auch aus Scheu und Vorsicht, ja. Ja, es wird dir gut tun, ne? Einfach auch zu zeigen, was in dir steckt, ne? Mit den drei der Münzen bist du kein blutiger Anfänger mehr, sondern aber, ne, es ist schon auch noch ausbaufähig. Wird dir das vielleicht auch gut tun und Unterstützung, Anleitung, wertvolle Anleitung, Weiterentwicklung auch bringen, vielleicht für einen bestimmten, wie gesagt, Gabe, Talent, Fähigkeit, ja, für ein bestimmtes Projekt. Eine bestimmte Teamarbeit. Ja, komm da aus deinem Rückzug raus. Ne? Wirtschafte nicht nur für dich. Ja, wo kommst du her damit? Was darfst du hinter dir lassen? Die zwei der Schwerter, die Zweifel. Ja, vielleicht halt wirklich auch die Zweifel daran, ob es jemandem dienlich ist, was du tust, was du zu bieten hast. Ob du etwas gut genug machst. Ja. Ob dir das vielleicht auch Freude macht. Ob es dir gut tut, auch dir gut tut, ne? Wenn du im Team zusammenarbeitest oder wenn du rausgehst und zeigst, was du kannst. Ja. Wenn du dich anderen zuwendest. Ne? Ja, aber ne, du bist jetzt hier schon auch noch dabei, vielleicht hier auf die Stimme deines Herzens zu hören. Ne? Du hast für manches da vielleicht auch noch gar keinen Durchblick gehabt. Ja? Gab es vielleicht auch viel Hineingerede, Unsicherheit, persönliche Unsicherheit, Selbstzweifel. Vielleicht gab es auch eben zwei Möglichkeiten, ne, von Entscheidungen, ne, in welche Richtung du gehst. Ja, bleibst du jetzt eben lieber für dich, arbeitest für dich oder ne, verfolgst nur deine Idee. Oder eben gehst du raus, ne? Oder legst auch nur den Fokus vielleicht auf Finanzen. Ne? Vielleicht geht es auch sehr darum. Ne? Ja, wann dienst du anderen? Ne? Natürlich dann, wenn du das tust, was dir ganz entspricht. Ne? Hier, wir haben nicht umsonst die gelbe Farbe hier. Ja, gelb-orangelich, ja, und hier, ja,
Deine Sonne, die für das Solarplexus-Chakra steht, was ist deine eigene Kraft und Stärke? Ja, was möchtest du von Herzen? Wo geht dein Herz so richtig auf? Ja, was tut dir wohl? Ne? Zeig's einfach auch, geh raus damit. Ja, darum ging es vielleicht, ne? Das auch zu entscheiden oder auch nochmal für dich genauer zu klären. Ja, was ist dir bewusst? Der Ritter der Schwerter, ja, das ist hier mit einer Entscheidung schon auch zackig vorangehen sollte, ne? Ja, dass du mit deiner Entscheidung unterwegs bist. Und wenn, ja, das ist dir natürlich auch bewusst, sobald du eine Entscheidung triffst oder sobald du die Entscheidung getroffen hast, ja, dich vielleicht auch auf Team einzulassen, wie gesagt, auf einen bestimmten Weg, auf Zusammenarbeit für ein bestimmtes Projekt, ja, rauszugehen, geht es einfach auch voran. Ja. Dir ist bewusst, dass dieses Rausgehen gut ist, ja, dass es dann einfach auch gut in Fahrt kommt. Ja, vielleicht schon in Fahrt gekommen ist. Was ist dir nicht bewusst? Der Page der Stäbe, ja Mensch, dass da ein Neuanfangspotenzial eben auch drin liegt, ne? Dass hier ja auch die Lebensenergie, ne? Die Freude, die Begeisterung, ja wirklich auch die Lebensenergie einfach auch wieder wächst. Ne? Wir haben ja die gleichen Farben. Ne? Auch hier ist durchaus das Solarplexus-Chakra angesprochen. Natürlich auch so ein Stück weit das Sakralchakra. Ne? Es mischt sich gerade hier so zu einem helleren Orange. Ne? Ja. Es ist wichtig, dass du dich begeistert, ne? Einfach auch begeistert hier mit Frische, auch mit deinen Ideen wirklich zeigen darfst, einlassen darfst. Neugierig. Ja, dass ich da, ja, dass du auch viel lernen wirst, tatsächlich für dich lernen wirst, aber ja, vielleicht auch an andere weitergeben kannst und das ist so. Ja, das löst einfach auch so eine Lebensbegeisterung wieder aus. Neugier, Abenteuerlust, ne? Eben sobald du dich entschieden hast. Es geht hier nicht nur voran, sondern hier kommt eben wirklich auch noch so wirklich Leidenschaft und Begeisterung hinein. Ich weiß gar nicht, wie es, ne? Das Feuer kommt einfach noch mit hinein und das Potenzial wächst heran. Ja. Was solltest du tun? Noch ein Ritter, ja. Jedenfalls hier in Bewegung kommen. Ja, mit ganzem Herzen in Bewegung kommen. Ja, deine Entscheidung nicht nur bewusst oder deine Klarheit und Wahrheit, das, was dir entspricht, was dir Wunsch, Traum und Ziel ist, auch zu ergreifen, voranzubringen, sondern das wirklich auch mit aller Kreativität, Liebe und Hingabe mit deinem Spirit zu erfüllen, ja. Vielleicht ist es dir selber an manchen Stellen auch noch zu nüchtern, was hier abläuft, ja. Zu husch husch vielleicht auch. Geht es zu rasant voran? Ja, hier kommt die Energie hinein, dass das Tempo auch so ein bisschen wieder rausgenommen wird, aber auch eben wirklich mehr Hingabe und Liebe hineingegeben wird. Ne? Mehr Spirit. Ja, da lässt du dich wirklich auch von der göttlichen geistigen Welt nochmal und von deinem Herzen mehr leiten. Bist du unterwegs? Ja.
Was solltest du lassen, loslassen vielleicht, ja, aber auch lassen zu tun. Ja, etwas nur als Mühe, als Belastung, als Überlastung ansehen, ja. Ja, auch bestimmte Lasten loslassen, ja. Die dir den Durchblick nehmen. Lasse all das los, was dir den Durchblick nimmt. Schade, das so geht's besser. Ja, wirf Ballast ab. Ja, denn so wie vielleicht eine Arbeit oder ein Zusammenwirken bisher gewesen ist, ist es Belastung gewesen, ja. Hast du vielleicht auch zu viel Last für andere abgenommen, beziehungsweise es als Belastung angesehen, ne? Dienen als Belastung angesehen. Gar nicht vielleicht auch dabei gesehen, wie wohl es dir tut, ne? Was das für dich für ein Geschenk ist, ne? Der Ritter der Kelche, der ja, hat seinen Kelch der Selbstliebe, der liebevollen Chance und Entwicklung, Herzensentwicklung, auch spirituellen Entwicklung ergriffen, ne? Und geht damit. Er ist schon, da bist du schon auch eine Weile unterwegs. Ne? Ja, hier ändert sich aber sozusagen die Energie. Ne? Du darfst hier die Energie so ein Stück weit wandeln. Nicht nur nüchtern vielleicht und distanziert bei der Sache sein, sondern wirklich auch dein Herz, deine Herzensenergie mit reinbringen. Ja? Ja, und vielleicht darfst du dazu hier auch nochmal bestimmte Energien wirklich ausreinigen, ne? Denn die Stäbe sind jetzt so grundsätzlich erst einmal Energien, ne, die uns auch anfliegen können. Ne? Energien des Zweifels, auch der Angst zum Beispiel, ja, der Selbstzweifel, ob du irgendwas schaffst oder nicht. Ne? Ja, und wenn du denkst, du schaffst bestimmte Dinge nicht, ja, dann holt er auch natürlich noch Unterstützung dazu, ja. Ja, und darfst du hier eben auch die Annahme lassen, loslassen. Dass es nur Belastung sein wird, ne? Vielleicht darfst du es auch lassen, zu viel auf einmal zu wollen, ja. Schau, dass es Qualität hat, ne? Dass es dir entspricht. Wo geht's hin? Zu den vier der Kelchen. Ja, guck mal, hier kommt immer mehr Kelchenergie dann hinein, ne? Wir kommen von den Schwertern hin zu den Kelchen. Und mit den vier Kelchen ist angezeigt, dass es hier in emotionale, in spirituelle, in seelische Stabilität hineingeht. Ne? Das wird dir einfach selber gut tun. Ne? Es wird dir gut tun, wenn du deinen Kelch auch anderen bringst. Ja? Also für dich ergreifst, dir dessen bewusst bist, dich damit selber weiterentwickelst, vielleicht auch mit einer bestimmten Kunstfertigkeit, ja? Eben deinem bestimmten Talent, Potenzial, einer sozialen Arbeit, was auch immer. Ja? Es wird für dich eine wundervolle Chance sein, um in Stabilität, seelische Stabilität zu finden. Ja, und Zufriedenheit. Ja, guck mal. Den Erfolg. Ja, es wird den Erfolg führen. Hab da auch keine Zweifel, dass du irgendwas nicht gut genug kannst, ja. Hab keine Zweifel, ne? Es ist jeder auch in Entwicklung, ja. Und darfst du das
für dich einfach auch mit berücksichtigen. Das, egal, was du tust, es wird immer Entwicklungsschritt dabei sein, ja. Weiterentwicklung wird immer Weiterentwicklung geben. Ja, aber es wird dir wohltun. Es wird dir eine neue Welt eröffnen. Es wird dich in Erfolg bringen, dir die Welt zu Füßen legen, ja. Es wird dir gut tun, anderen zu dienen. Schauen wir nochmal, was haben wir hier als Agenda? Es wird dir Frieden bringen. Ja, guck mal, das ist die seelische Stabilität. Ich bin ein Wesen der Liebe und lasse alle negativen Energien los. Ja, lass los. Wunderbar. Das ist ja eine tolle Ergänzung noch dazu. Sehr schön. Und wir schauen, welcher Engel begleitet dich, welche Engel. Ja. Welche brauchst du jetzt? Nee, das, Entschuldigung, das waren glatt zu viele hier. Mischen wir mal kurz. Und bitte noch eine Engelenergie dazu. Welche soll es sein? Die hier auf der Ecke. Wir nehmen sie mit. Zwei. Zwei. Zum einen Freude. Ja, Mensch, hier kommt Freude hinein dann auch wieder, ne? Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichen Form anzuziehen und zu kreieren. Ja. Anzuziehen und zu kreieren, die höchstmögliche Form. Das zeigt die Welt ganz deutlich. Ja, und dann haben wir noch, was wünschst du dir? Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben und entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche Entschuldigung, und die Waren und zu schreiben und entsprechend den entsprechenden, also nochmal, Entschuldigung, nochmal. Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben und entsprechend der wahren Wünsche deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Ja, also hab da auch keine Zweifel an deinen Herzenswünschen oder ob du ihre Erfüllung verdient hast, ja? Oder ob sie gut sind für andere, ob das gut sein wird für dich, ja? Sondern ja, geh da auch voran, ja, und geh beherzt voran, ja, geh beherzt voran mit Freude, nicht nur nüchtern abgeklärt, ja, das ist dir auch wohltun. Ja, an der Unterseite haben wir noch Familie. Diese Situation hat ihre Wurzel in einem emotionalen Erlebnis mit einem Familienmitglied und wir können dir helfen, die Ursachen zu verstehen und zu heilen. Umgib dich selbst, die betreffende Person und das Erlebnis in deinem Herzen und in deiner Seele mit besänftigendem blauen Licht und vielen Engeln. Sei offen für die Geschenke, die diese Situation bereithält, und erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Ja, vielleicht bist du auch gerade ja, in der Situation, gerade in der familiären Situation, ja, dass du ja, dass du da auch viele Aufgaben hast, ja, oder ne, sehr dein Zutun wichtig ist. Es kommt halt darauf an, ne, wie du es angehst, wenn du es für dich auch als eine Bereicherung siehst, ne, und Spaß und Freude dran hast. Ja, vielleicht eben auch, ne, von deinen Kindern zu lernen oder Enkelkindern oder was dich selber natürlich einfach auch kennenzulernen. Dann
geht sich manche Situation auch schon ganz anders an. Es kann sein, aber auch, dass gerade von Familie her das immer auch sehr negativ geprägt war, dieses Dienen. Oder du ja, da auch gute Vorbilder hast, ja, die dich wundervoll stärken. Bestimmte Dienste, gerade auch in Familie oder anderswo, deine Dienste einzubringen, ne? Und es dir damit gut gehen zu lassen. Ne? Spannend. Ich wünsche euch jedenfalls wundervolle Entwicklung, sehr viel Freude an dem, was ihr tut, dass es eurem Spirit hier wirklich auch entspricht, euren Gaben, Talenten, Fähigkeiten. Ja, und ihr da wirklich auch für euch freudig vorangehen möchtet. Auch ohne Zweifel an euch selbst. Ja, die dürft ihr auch ablegen. Ihr macht das wundervoll. Ihr werdet das auch wundervoll erfolgreich schaffen, ja. Aber eben mit Klarheit. Das ist wichtig, voranzugehen. Ja, seid sehr herzlich eingeladen zu persönlichen Legungen. Eben, da können wir nur auf eure Situation schauen. Und ansonsten zur nächsten Legung natürlich. Ich freue mich über euer Abo, euer Like, euren lieben Kommentar und sage bis bald, eure Tara von Tarot Rainbow.